Die heutige Sendung wird gesponsert von Carpe Diem Kombucha Classic. Nein, wird's natürlich nicht. Den Mist habe ich noch gefunden in einem Paket, was der Fritz mal geschickt hatte. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man das in der Challenge auf X trinkt, das ganze Ding mit einmal, ist es auf jeden Fall viel besser, als wenn man das versucht, in kleinen Schlücken zu trinken und zu genießen, weil das kann man gar nicht genießen. Fermentiertes, karbonisiertes Teegetränk. Und dann ist es auch noch haltbar bis zum 16.07., also bis zu meinem Geburtstag diesen Jahres, aber egal. Das stelle ich jetzt mal dahin, mir ist nämlich schon ganz schlecht, mir geht es schon wieder in der Ranse rum. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge, Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Vielleicht habe ich noch einen kleinen roten Samyang-Mund, das kann sein. Denkt dran, heute Abend 18 bis 19 Uhr ist die Raid-Stunde mit Segrom. Ja, Segrom. Segrom ist am Start. Da könnt ihr mich einladen, wenn ihr unterwegs seid und Raids macht mit euren Freunden. Ihr könnt Raidmania-Punkte verdienen und ab 19 Uhr mache ich dann 2-3 Raids, wenn bei mir noch welche sind und lade euch ein. Wenn ihr im Stream seid und da gerne mitmachen möchtet, habt ihr eine Stunde Zeit dann zu adden. Ansonsten Raid-Gruppe, ansonsten morgen 18 Uhr Segrom Raids für Zuschauer. Jetzt aber zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Kaiser Kai aus einer Feldforschung bekommen. Ein Snubbull sogar mit 96% in Shiny. Das sieht auf jeden Fall interessant aus, sagen wir mal. Dann habe ich das C-Day-Ticket für den Igamaru C-Day gesponsert bekommen. Diesmal nicht vom Tobi, aber vom Ichitomo. Danke dafür. Nächste Woche Samstag ist ja der Lavita C-Day, da wird es sicherlich auch ein Ticket geben. Mal gucken, ob das da einer wieder macht oder ich mal wieder selber ran darf. Durfte ich schon lange nicht mehr, weil ihr ihn immer eindeckt. Henry aus dem täglichen Abenteuerrauch, juhu, ein Shiny Felilu bekommen. Sehr schön. Pfirsich freut sich hier über das Shiny Rishiram mit 98% aus Osterwiek. Dann haben wir ein Bild, ihr so vom Tobi. Da waren wieder alle so, Ich find's auf jeden Fall stark, ich find's genial, weil Tobi ist auf jeden Fall ein sehr leidenschaftlicher Spieler. Der hat einfach Bock auf das Game, das merkt man immer wieder, immer wieder, immer wieder. Er guckt immer den Fleece King. In einer Lobby mit Fleece King zu stehen, ist für ihn also eine große Ehre schon und ist auf jeden Fall richtig genial. Und dann hängt da auch noch Brandon Tan mit drin. Und das ist auf jeden Fall ein richtig genialer Screenshot. Glückwunsch. Andere freuen sich, wenn sie mit Sabrina und dem Ramses mal in einer Lobby sind. Andere freuen sich, wenn sie mal mit dem Schilling und dem Ramses in einer Lobby sind. Aber das ist eine ganz andere Welt. Hallo? Wir sind ja alle deutschsprachig, es ist trotzdem irgendwie leichter da ranzukommen als an solche Größen und an solche brutalen Leute. Und da ist mir ehrlich gesagt ein Fleece King und ein Brandon Tan lieber als ein Mystic Seven oder als sonst was. Hier, diese Pornodarstellerin, obwohl, nee, doch, ja, gut. Dann haben wir hier NetGhost, bei dir im Stream gefangen. 100% Rishiram und es wird so viele Hunderter geben und Shiny Hunderter, dass sowas auf jeden Fall genial ist, aber nicht Schocker der Woche werden könnte. Glücksfreund mit Kaktussen geworden. Timo zeigt uns Ramses Tag und Nacht. Auch während der Nachtschicht läuft da nebenbei Benjamin, dass das angeblich ein schweres Duo sein soll. Davon habe ich nichts gemerkt. Hat hier also bei Raid in Person, ihr wisst schon, was jetzt kommt, im Duo das Igastanisch gelegt, was halt brutal sein soll, wo die meisten dran scheitern. Aber er hat ja... Er kennt sich auch aus, er beschäftigt sich auch viel, auch leidenschaftlicher Spieler. Geht da rein, weiß genau, was er macht, hat die besten Konter immer am Start, weiß genau die Schwächen und so und probiert sich da immer aus. Dann haben wir den Celal, der zeigt uns hier, ich weiß nicht, wieso er es so kompliziert macht. Ich hätte einfach Larv eingegeben und 4 Sterne. Und dann hätte es mir angezeigt, was ich alles an Lavita und Entwicklungen in 4 Sterne habe. Er gibt die einzelnen Pokédex-Nummern ein. Okay, die hätte ich nicht mal gewusst. Hat hier also 2 Despodein, 100% mit 4.335, ein erlöstes Lavita und noch ein anderes Lavita. Das also schön anzusehen, Lavita, Despodar sowieso. Bestes Pokémon, so viele Einsatzmöglichkeiten, so geniales Design und die ganzen Memes, die rumgehen, feiere ich immer noch. Deswegen freut man sich auf den Lavita C-Day natürlich, dass man vielleicht hier noch ein paar entwickeln und hochziehen kann. Celal dann hier auch mit einem Schlubuck. 100% und der schickt mir manchmal Sachen, ich blick da gar nicht durch hier.
Ich lese mal nicht vor, was es ist. Ich lese nur vor, von wann es ist. Schlupuk 100%. Okay, haben wir schon gesagt. 5.1.23. Shiny Baumball. Dann hier 26.10. letzten Jahres. 10.9. letzten Jahres. 9.9. letzten Jahres. 5.9. letzten Jahres. 1.9. letzten Jahres. 9.7. letzten Jahres. Wir reisen immer weiter zurück. 25.6. Wo kam denn jetzt die Sachen raus? 29.12.2021. Warum schickt er das jetzt? Ich verstehe es nicht, weil das sind ja eigentlich die Highlights der Woche und nicht die Highlights von vor 2 Jahren. Aber okay. 8.9.21. 5.9.21. 15.04.21. Also 9.2.21. Ich werde nicht mehr. Im Endeffekt haben wir das sogar schon mal gehabt und haben es jetzt doppelt und es fällt gar nicht auf. 21.09.22 hier, 100% Shiny Habitat, das ist auf jeden Fall cool. Dann hat er hier noch einen Shiny Regirama mitgenommen, Shiny Mangunio, Shiny Felilu auch. Dann aus einem Trade ein 100% Glücksigamaro bekommen, ein normales 100er auch mitgenommen. Schäfer 24, immerhin ein 100er. Die C-Day Shinies spare ich mir, liebe Grüße Schäfer. Das ist sehr gut, danke dafür. Waff, waff, mit 100%. Nimmt man gerne mit. Reike, Heringer, Schallquab, Shiny, Bruderlander, Shiny, erster Raid, Shiny, zack, aus dem Mega Raid, Pokehunter hier auch. Für Raider Mittwoch für mich das größte Highlight, mein zweites Shundo. Und das ganz normal in der Wildnis. Er hat ja also 100% Zickzacks, Carbador und Bronzel. Aber das Bronzel, ein 100er, also ein 100er. Ich habe ja gerade von 100er geredet. Ein Shiny, ein Shundo, Shiny 100er. Außerdem Shiny Pichu gebrütet, Shiny Bodogel gefangen. Bodogel gefangen. Shundo, Bronzel in der Wildnis. Das ist auf jeden Fall genial. Sarina, die reißt hier komplett ab. Was sehe ich da alles? 100% Dratini, Krypto, Ibo Potters, Watzapf, Pygraulon, Meridas, Shiny, Gladiantri, Shiny Flunkiefer, Krypto, Shiny Togepi, die Highlights nochmal hier markiert, in Hildburghausen, 100% Dratini, 100% Krypto, Gladiantri hier, gebrütet wohl, Hildburghausen, Gladiantri, Miniras meine ich, oh mein Gott, Lukas, oh mein Gott, nach ein paar Stunden im neuen Event schon das Shiny, die Dennis Shiny hier, die braune Maus, sieht, jetzt, wo ich das so sehe im Spiel, besser aus, als ich dachte. Ich habe nur irgendeine Grafik gesehen auf irgendwem, der was geteilt hat. Da war das so hässlich. Aber jetzt im Spiel sieht das doch besser aus. Hier auch noch ein Litomyth mitgenommen, Shiny. Sören auch auf dem dritten Account. 100% Regirama mitgenommen. iScorpions zeigt uns, der tauscht immer viel. Jeden Tag 101 Trades, der 5. Tag in Folge. Was hat er dann alles so bekommen in letzter Zeit? Hier Quiegel, Fleckmon, Kusilla, Schneckmark, Magohida, Mewtwo, Evoli, Gengar, Despotar, Gyarados, Togekiss, Dragoran, da sind auf jeden Fall fette Teile dabei. Und Back to Back, 100er Quiegel, was? Hier unten hat er noch 100% Krypto, Dick da, andere erlöst. Also, das sieht alles nice aus. Und die Quiegel, wirklich, dazwischen war ein Grimurks, was er gefangen hat, hat er ja nochmal geschickt. 21.04 getauscht, 100% Glücks gewonnen. 21.12 getauscht, 100% Glücks gewonnen. Zweimal ein Pokémon, was wirklich stark und genial ist. Und dazwischen kurz ein Gramurks gefangen. Schocker der Woche, oder? Nee, noch nicht? Gut. Hab dann auf 6x 2242 gebracht nach den 4 Stück im Stream. Der hat auch bei Regirama Raids für Zuschauer mitgemacht. Hat 2242 bekommen. Hat später noch eins bekommen. Hat dann plötzlich 2 hintereinander bekommen, hat am Ende des Streams 4 Stück gehabt und mittlerweile hat er jetzt 6 Stück, also kann man zwar nichts mitmachen, aber sieht auf jeden Fall interessant aus, dass er die ganzen WP davon hat. Luigi Serrada hier, Shiny Ponita, dann ein wild gefangenes Brigaron, wozu entwickeln, wenn man die wild fangen kann. Dann noch Glück beim Tauschen gehabt, hier ist noch ein 100er entstanden mit 220 WP, das Spiel meinte es zu gut. Noch ein 100% Igamaro, Shiny Huthut mit einem Hut, das ist das Huthuthut. Das Hut, Hut, Hut. Der Hut, Hut, Hut auf dem Hut, Hut.
Ja, egal hier. Shiny, Hut, Hut mit Hut, dann 100er Carbador ohne Hut, Daniel Schilling gefunden. Da sind wir jetzt beim Alexander Achinger gelandet. Der stalkt ja immer den Schilling, hat ihn gefunden, hat noch einen Shiny Rigi-Rahmen bekommen. In der Raid-Stunde das zweite Shiny Rigi-Rahmen, diesmal mit der neuen Attacke. Zeigt uns seine Ausbeute, 22. Hat insgesamt im Jahr 22 also 286 Schillende bekommen. Und 48 hundertprozentige Groudon dabei. Mega genial. Trikefalo, Shiny 100%, mega genial. Kabutoro, der Stier, feier ich, hätte ich auch gern. Gardevoir erlöst hier, Simsala erlöst, Viridium, Xerneas da dabei. Also das sind schon Highlights auch am Start. Alexander Achinger nochmal. Das Beste, was ich beim C-Day bekommen habe, ist schon mal auf Level 40 gepusht. Für Level 50 fehlen mir noch die XL-Bonbon. Hab's hier nicht fertig geschafft. So, da geht also noch was. Hat man noch ein Ziel? Jedes, was man jetzt fängt, kann man da rein investieren. Endlich Shiny Kikli, auch noch beim Alex. Dann ist der Henry Glücksfreund geworden mit der Nudel. Dandro zeigt uns auch seine Despoda-Armee. Eins fehlt noch, hat er auch geschrieben. Hat hier dann zwei Perfekte aus 12-Kilometer-Eiern. Sieht man bei den Bildern, auch wenn man die groß gemacht hatte. Aus den 12-Kilometer-Eiern hat er zwei Stück ausgebrütet. Die Nudel hat übrigens auch 100% Lavitals aus einem Ei gebrütet. Irgendwie hat der, kriegt er alles und der Main so nicht. Zwei Perfekte aus Raids und eins mit der Frau getauscht, was durch den Trade also dann lucky wurde. Habt ihr also fünf, fehlt noch eins für die Armee. Trotzdem genial, erfolgreicher C-Day, immer noch Dandro hier. Dreimal 100% Brigaron und den noch spontan abgesahnt mit Partyhut, wohin genau, Glücks 100%, Pfirsich 100%, Galoppa in Glücks, MacMaggie 100% Igamaro. Wie knapp kann es sein zwischen 0% und 100%? Er hat kein 0%, weil da ist ein einzelner Wert bei Verteidigung da. Er hat kein 100%, weil ein einzelner Wert bei Angriff fehlt. Fand ich lustig, haben wir mit reingenommen. OMG, MacMaggie nochmal. 100% Regiram hat man ja schon. Das ist aber 100% Shiny Regiram, also Shundo. Wenn ihr denkt, das muss doch der Schocker der Woche sein. Leider nicht, denn ein wildes Kavalleris kam dazwischen von der Shenaya. Aus der Feldforschung ein 100er Skobbel, hier ein 100er Mabula, noch ein 100% Regiram. Also die gehen wirklich weg wie warme Semmeln. Mein Mitleids 100er aus Raids für Zuschauer, Mitleids 100er. Und ein Mitleids Shiny hinterher, auch wohl aus Raids für Zuschauer, könnte man sagen. Endlich das 100er nach 61 Begegnungen Syox. Ich habe noch keins, 211. Ich gucke jeden Tag kriege ich 2 oder 3 Stück durch die Geschenke, die ich annehme, also öffne und abhin. Ich bin noch auf der Suche, ich bin gespannt. Das ist für mich mein tägliches Highlight jetzt, wenn ich Geschenke mache. Ich habe schon so gerne Geschenke gemacht. Ich habe mich jeden Tag gefreut, Geschenke zu machen, damit man immer sieht, mit wem steigt man auf, mit wem kann man leveln, mit wem wartet man zum C-Day, wer wird Glücksfreund, wer ist überhaupt was geschickt, wen kann man wieder aussortieren. Und jetzt habe ich dieses Highlight noch, dass ich immer auf Pumajagd gehen kann, beim Geschenke machen. Finde ich total genial. Shinox hier, in den letzten 7 Tagen Schillernde gefangen, da sind ganz viele C-Day Pogis dabei, aber auch Damirplex, Enego Flauschling, wohl aus der Rampenlichtstunde würde ich denken, aber auch Regiram, Sheldra, Sandan, Jurob, Zack. 100% der letzten 7 Tage, Igamaro, 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 Igamaro. Brigaron, 666, das würde ich so lassen, das würde ich gar nicht hochziehen. Und das Pikachu und das Flauschling auch noch, auch hier frisch gefangen, Flauschling, der hat das auch abgesahnt. Thomas Speck, 100% Regiram in Shiny. Jetzt wisst ihr, wieso das andere kein Schocker der Woche ist. Weil das muss ja was Einmaliges sein. Aber das ist ja schon der zweite, der ein 100% Shiny hat. Dann ist er hier auf der Go-Kampfliga-Forschung auf die letzte Stufe gekommen, Seite 5, und hat einfach alles fertig gemacht und kriegt jetzt eine Top-Laden-DM gratis. Das ist auch krass. Ich bin immer noch auf der ersten Seite, weil ich nicht so oft GBL spiele. So. Milo, top, auch hier. 100% Regiram, Geitsch, Shiny Dusselgur, NS, Niklas, Natusek, hatte ich noch nicht. Shiny Yorkliff, ein schönes Andenken aus dem Urlaub in Brandenburg, aus Berlin kommt das. Shiny Kyurem, ich hätte nicht gedacht, dass ich das Shiny noch bekomme. Das wollte ich schon gerne haben und hab's auch bekommen. Shiny Evoli, mein zweites. Shiny Leufeo, das war in Dortmund nach dem Community Day mit Jena.
War der jetzt in Dortmund oder in Jena? Jetzt bin ich aber verwirrt. Der heutige Sponsor vom Video ist, ja. So, Maguhita Shiny hat sich das Reunion mit Jana in Dortmund vor und nach dem Community Day gelohnt. Nochmal vielen lieben Dank dir, Jena. Er hat also mit Jana in Jena geradet und ein Fanraid in Dortmund gehabt. So, jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Jana, Jena, Dortmund und kennst du, ach so, Shiny, so, fertig. FM, heute Abend bekommen, und das ist ja noch eins mit der selteneren Shinies. Ich bin so froh, dass ich das bekommen habe. Das sieht einfach so genial aus. Shiny FM, jetzt ja auch im Event in der Wildnis zu bekommen. Das wollte ich auch schon länger haben, weil das einfach so Sohn aussieht in Gold und ich hab's. Sieht aus wie mein Sohn. Man erkennt es an nichts. Ein Goldklumpen, genau. So. Guck dir mal ganz genau an, wo ist das gefangen habe. Der Ort wird dir was sagen. Hildburghausen, wo die Wilden hausen. 100% Seemobs. Mein zweites 100er von der Familie Schnäppke. Finde ich übrigens schade, dass Niklas in Hibu war und nicht Bescheid gesagt hat. Hätten wir doch mal einen Döner zusammen essen können. So. 100% Schnäppke Berliner, wie ihr seht, der ist auf jeden Fall überall am Start, der ist immer wie Naturin auf Durchreise. 100% Europe, noch aus Trebin, Banden, Brandenburg, das 100er hatte ich auch noch nicht, Potsdam, das Laukaps. Dann kommen wir zum Henry, aus der Wochenendbelohnung Ei bekommen, aus dem Ei von der Wochenendbelohnung bekommen, also aus dem 5er, aus dem 10er, also aus dem 10er, im 5er. 100er Cognodon. So, vielen Dank für die Einladung zum Raid Ramon Henry hier mit dem Wetterbrust Bruderlander Shiny Cumulus mit dem Shiny Specht, mit dem 100er Specht plus einem, wohin genau, das Schräge von Cumulus Shiny, Shiny Gladio Level 50, Shundo Regiram. Zwei haben schon einen Shundo gehabt, er hat auch einen Shundo, auch auf 50 jetzt, also pff. Das kann jetzt kein Schocker der Woche mehr sein. Mit Kreuzflamme, mit Hitzekoller, mit allem, was das Herz begehrt. Dolepi aus der Feldforschung, auch richtig genial. Jetzt habe ich eine rote Nase. Sieht aus wie ein Nasknet jetzt. Aus der Feldforschung, das ist auch cool. Du kriegst da einen Shiny raus, freust dich erstmal, weil die da ja meistens bessere EV haben. Dann bewertest du und siehst, oh mein Gott, das ist sogar ein 100er Shiny. So ging es mir beim Snubbel-Forschungstag und... ist auf jeden Fall jetzt ein cooles Andenken. Hat aber nicht für Schocker der Woche gereicht. Auch nochmal was Seltenes. 100% Ditto. Joel hier mit dem Shiny Fili Lu. Julian Eisenstein für Raider Mittwoch. 100% Julian A. Purmel 211. Hat er gar nicht verdient. Glückwunsch trotzdem. King Hammer. Ich konnte nicht schlafen. Habe die Box mal wieder aufgemacht. Und dann das endlich so cool. 100% Meltan. BP15. Eigentlich müsste man ja wirklich jeden Tag seine Meltan-Box machen. Ist ja kostenlos. Man kann fangen. Und man kann ruhig. Also ich habe ja schon 100er Melmetall, aber 100er Meltan noch. Dann wäre die Familie auch irgendwie voll. Wäre doch eigentlich genial. Balu hier noch mit dem 100% Glückstaubsi. Taubsi gleich Beste. Und einem zweiten, ersten, ganz frisch gefangenes Stratini aus dem neuen Jahr. Das sind die Highlights der Woche gewesen. Und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, von Exi Wake. Denn der hat das ganz neue Pokémon, das Kecleon, in 100% Glücks bekommen. Ich habe einen Lucky Trade gemacht. Meins hat 3 Sterne gehabt, war kein 100er. Sah gut aus. Dann habe ich das gesehen und habe gedacht, richtig genial. Das habe ich von ihm gesehen, das habe ich von noch keinem anderen gesehen. Das ist das einzige 100% Kecleon heute in der Folge. Deshalb ist das für mich der Schocker der Woche und irgendwie was halt jetzt richtig modern reinpasst. Und wem das nicht passt, weil man sagt, ach, das ist ja, kann man ja jetzt jeden Tag bekommen, theoretisch. Man hat ja jetzt jeden Tag die Möglichkeit, einen Kecleon zu fangen und dann kann man das ja tauschen, dann kriegt man da vielleicht einen 100er. Trotzdem war es erstens das erste und zweitens hat er das noch hinterhergelegt. Ich hau gleich noch einen für Raider Mittwoch rein. Zack, 100% Glücks
Kurs morgen. Und wenn euch das jetzt immer noch nicht gezeigt hat, dass Exiwake der Schocker der Woche ist, überzeugt, zeigt, dann trinkt einen Schluck Carpe Diem und dann sieht die Welt schon anders aus. Also Kekleon fand ich richtig genial und dann hat er noch das Cosmog hinterher geschickt und dann dachte ich, die nimmst du einfach zusammen, zwei Lucky Trades, zwei besondere 100%ige Cosmog eigentlich noch brutaler, weil man ist ja bisher ja nur einmal erhalten, einmal getauscht, vielleicht im Mirror Trade, 100%. Was macht er jetzt damit? Solgaleo, Lunala, so lassen. Was würdet ihr machen? Das war's von meiner Seite aus. Denkt dran, heute 18 Uhr Raid-Stunde und 22 Uhr Wrestling. Das müsst ihr aber alleine gucken, da halte ich euch nicht die Hand. Und ansonsten sehen wir uns dann heute 18 Uhr. Peace out, vorhaut, euer Ramses.